Heute geht es bei Thema um das TV-Duell. Spannend war es nicht, aber es gibt viel zu kritisieren und viel zu bereden. Außerdem gibt es auch eine Kritik an diverse Moderatoren des TV-Duells. Wir werden uns da, sagen wir mal, nicht zurückhalten. Das alles jetzt. Und damit herzlich willkommen zu der Echo-TV-Thema am heutigen Donnerstag. Ja, es wird so langsam heiß im Wahlkampf. Ob man das so wirklich spürt, das kann man direkt nicht so behaupten. Aber es gibt immerhin so einige Anzeichen, dass man schon weiß, bald müssen wir einen neuen Bundestag wählen. Und das ist eigentlich mit dem TV-Duell 3 Wochen vor der Bundestagswahl eigentlich auch so gewesen. Angela Merkel und Martin Schulz, ich wollte Per Steinbrück schon sagen, also ich fühle mich 4 Jahre zurückversetzt, haben nämlich ihr TV-Duell bestritten. Das einzige TV-Duell, es hätte Änderungen geben sollen, aber es gab keine gescheiten Änderungen bei diesem TV-Duell. Wir kommen dazu peu à peu. Generell, das muss ich auch nochmal sagen, ist es eigentlich auch so gewesen, dass dieses TV-Duell recht durcheinander wirkte. Trotzdem aber auch gut moderiert war. Auch wenn es andauernd sich Moderatoren mit den Moderationskollegen eingeredet hat oder halt auch, wenn Merkel und Schulz sich miteinander eingeredet haben und ein ganz kleines bisschen Zoff gab. Ihr könnt eure Meinung zu diesem TV-Duell gerne in die Kommentare schreiben, aber auch eure Meinung generell dazu, was ihr davon haltet, ob dieses TV-Duell hätte einen, ja, ob es richtig war, es so zu führen oder ganz anders, wie es eigentlich war. Klar ist, dass das Hauptthema unter anderem die Flüchtlingswelle war, die ja in dieser Legislaturperiode, die ja jetzt langsam zu Ende geht oder schon zu Ende gegangen ist, auch Hauptthema war. Dort hat Martin Schulz weiterhin Angela Merkel auch ordentlich kritisiert. Sie selbst hielt natürlich an ihren Entscheidungen fest, die sie vor 2 Jahren getätigt hat. Auch deswegen hat sie ja auch gesagt, dass es musste entschieden werden, sagte sie ja, und dass man diesen Kurs halt auch verteidigt hat. Klar ist, dass dieses Thema Flüchtlinge oft angesprochen wurde. Dazu komme ich nämlich gleich auf die Moderatoren hinweg, weswegen da es gleich eine heftigste Kritik von mir geben wird. Aber ob sie gerechtfertigt ist oder nicht, das könnt ihr euch selbst sagen. Es ist schließlich auch meine Meinung, die ich hier vertrete, aber ihr selbst habt auch noch die Entscheidung. Andere Themen waren natürlich neben der Flüchtlingskrise auch der Konflikt mit der Türkei. Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind ja seit dem Putschversuch, oder man kann es generell auch so sagen, schon seit einigen Monaten nicht mehr so dolle. Und deswegen fühlt man sich auch, man könnte sagen, ein bisschen beleidigt. Geradewegs, als auch letzte Woche wieder 2 Deutsche festgenommen wurden. Martin Schulz hat generell direkt gesagt, Zitat, wenn ich Kanzler werde, werde ich die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, der Türkei mit der Europäischen Union abbrechen. Würde bedeuten, dass wenn Schulz mit der SPD den Kanzlerposten übernehmen würde, dass man diese Beitrittsverhandlungen, die sowieso schon auf Eis liegen, generell abbrechen würde. Würde nicht sofort funktionieren, man müsste das den anderen EU-Staaten auch erstmal beibringen, ob es dann zu einer Mehrheit kommt, um diese Gespräche zu beenden, generell zu beenden, das ist eher unwahrscheinlich. Und trotzdem gab es auch viel Kritik wieder gegen Merkel, sei es eigentlich gegen ihre Flüchtlingspolitik oder generell gegen ihre Politik. Denn der SPD-Kanzlerkandidat relativierte zum Auftakt des TV-Duells auch nochmal die inhaltsarme Politik von Merkel mit den Worten Anschlag auf die Demokratie. Dies sei eine, so heißt es, harte, zugespitzte Formulierung beim SPD-Parteitag gewesen, die er so nicht nochmal sagen würde. Also generell meinte es Schulz nicht so, also war hier so gesehen der Kuschelkurs. Die Opposition hat ja sowieso auch kritisiert, dass das ja eher, sagen wir mal, ein Duett war und nicht ein Duell, wie es hätte sein sollen, weil man ja die letzten 4 Jahre gemeinsam ja regiert hat. Er bekräftigte allerdings, Merkel scheue die Kontroverse, was den rechten Rand stärke. Das halt hat er weiterhin bekräftigt. Und Merkel widersprach und erklärte auch, sie sehe in ihrer Politik keine Beliebigkeit auf die Frage, ob sie eine All-Inclusive-Kanzlerin wäre, also alles inklusive, was man an Themen bekommt.
seien die Themen wie Migration oder auch die Dieselaffäre ganz unterschiedliche Meinungen gewesen, vertretet, sagte sie. Und die Herausforderungen seien immer wieder andere, ergänzte sie. Und jeder Mensch verändert sich im Laufe des Lebens, sagte sie. Und sie sagte, je mehr Menschen zur Wahl gehen, umso weniger Chancen hätten die Parteien an den politischen Rändern. Und man weiß auch ganz genau, durch das Erstärken der AfD, durch die Rechtspopulisten, ist ja auch, wird es auch eine andere Konstellation im Bundestag geben. Und das nicht nur ein Kurs gegen Merkel, sondern generell ein Kurs gegen die jetzige Politik. Und wir werden auch es mitbekommen, dass im nächsten Bundestag es sehr viele Kontroversen und viele Diskussionen geben wird. Geradewegs vorwiegend gegen Angela Merkel und nicht nur gegen ihre Politik. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Vor 4 Jahren gab es ja das Versprechen, mit Merkel wird es keine Pkw-Maut geben, wo wir dann jetzt heute, sagen wir mal 4 Jahre später, bemerkt haben, Merkel hat eher gelogen anstatt versprochen. Die Pkw-Maut wird kommen. Wie und wann, wie steht fest, wann ist noch nicht klar, soll ja übernächstes Jahr soweit sein. Und nun gab es ein anderes Versprechen, was die Kanzlerin gehalten hat. Ob das jetzt mit der Maut ein Versprechen war, das könnt ihr euch selbst angucken. Und sie sagte mit dem Eintrittsalter von 70 Jahren ein ganz klares Nein. Also die Rente mit 70 soll es nicht geben. Sagen wir es mal so, also Experten, die sich damit beschäftigen, sagen, da wird es kein Hinwegkommen geben. Die Rente mit 70 wird kommen, definitiv. Ob die CDU das wirklich verhindern kann, das werden wir sehen. Und da wird es wahrscheinlich auch immerhin dann noch einzelne Worte geben. Ein anderes Thema, was auch besprochen wurde, war der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. Trotz aller Sanktionen gab es ja jetzt am Sonntag ja auch noch wieder einen Test mit einer Wasserstoffbombe. Und da hat auch Martin Schulz direkt daran gezweifelt, dass Donald Trump, der US-Präsident, der jetzt seit fast einem Jahr gewählter Präsident ist, nun seine großen Zweifel, dass er überhaupt der richtige Politiker sei, um diesen Konflikt auch beizulegen. Klar ist auch, dass viele Länder, vorwiegend halt auch die Nachbarländer Nordkoreas, wie auch China und so, sich nicht davon geradewegs einschüchtern lassen wollen. Was jetzt ein bisschen komisch klingt, aber es geht eher darum, um zu sagen, dass Nordkorea, also dass die Nachbarländer wie China halt es nicht zu einem größeren Konflikt aufblühen lassen wollen, sondern es eher, sagen wir es mal, anders sehen wollen. Merkel hat das Ganze ganz anders gesehen. Sie wies zwar grundsätzlich auf die schwierigen Differenzen mit Trump hin, glaubt aber nicht, dass ohne Trump eine Konfliktlösung möglich sei. Klar, Trump will nicht sofort Krieg haben, aber wenn man weiß, Trump und Kim Jong-un, da gibt es halt auch geradewegs nicht große Unterschiede, denn zwei Leute, die geradewegs wahnsinnig sind oder so, könnte man behaupten, oder sind es auch wahrscheinlich, man kann es ja nie wissen, könnten einen dritten Weltkrieg auslösen oder halt auch einen Konflikt halt nicht mehr so verschärfen, dass es etwas zurückgeht. Man müsste ihnen aber auch die Klarheit sagen und dass es eine friedliche Lösung geben sollte. Andere Themen wie beispielsweise die Digitalisierung, die Bildung und auch die Pflege, sprich Krankenversicherung und halt auch die Pflege für alte Leute, wurden nicht angesprochen. Vorwiegend wurde aber das Thema Migration und Flüchtlinge angesprochen. Und das ist ein Riesenkritikpunkt, finde ich, bei diesem TV-Duell, denn es stehen nämlich nicht nur die Politiker zur Wahl, sondern auch deren Parteiprogramme. Und geradewegs die Spitzenkandidaten ihrer Parteien müssen sich darum bemühen, dass diese Themen halt auch angesprochen wurden. Und damit kommen wir zur Kritik der TV-Moderatoren. Vorwiegend habe ich eine große Kritik an Klaus Strunz, den ProSieben Sat.1 hingeschickt hat. Klar ist, Klaus Strunz ist seines Zeichens ein bekannter Journalist bei ProSieben Sat.1, ist auch unter anderem Leiter der Produktionsfirma Matz & Maur, die ja das Frühstücksfernsehen unter anderem von Sat.1 macht und halt auch andere Magazine. Er moderiert ja selbst auch das Magazin Akte, was er von Ulrich Mayer letztes Jahr übernommen hat. Und eine große Kritik gibt es aber da und da gibt es auch viele andere. Ich erinnere mich beispielsweise an ein Video von Herrn Balluis, was er gemacht hat, dass nämlich Herr Strunz generell viele Fragen zum Thema Flüchtlinge immer wieder gestellt hat. Diese Frage ging mir auch langsam auf den Keks, auch in den Social-Media-Bereichen, also im Social Media, vorwiegend über Twitter, was ich auch noch nebenbei mitverfolgt habe, ging es wirklich auf den Keks, dass Klaus Strunz vorwiegend über Flüchtlinge geredet hat, beziehungsweise gefragt hat und nicht halt generell über die Bildung, über die Digitalisierung,
über Fachkräfte oder halt Arbeitsplätze und so weiter. Diese Themen waren anscheinend halt nicht gut. Klar ist, er hat auch viele andere Fragen gestellt, die halt auch meistens nicht zu Flüchtlingskrise gestellt, könnte man so sagen. Klar, es ist dieses Thema gewesen, aber ich habe es auch schon in vielen anderen Sendungen der letzten Wochen erwähnt. Diese Flüchtlingskrise, die geht auch einem langsam auf den Sack. Wir wollen mal irgendwann mal sehen, was passiert, wenn die Flüchtlingskrise nicht mehr da ist. Was passiert wirklich, wenn es wirklich passieren sollte, dass die Flüchtlinge, wenn keine Flüchtlinge mehr kommen, wenn die anderen wieder weg sind oder hier bleiben und sich integriert haben und alles, was dann? Dann stehen einige Parteien wie die AfD stehen ohne Themen da und können sagen, ja, Ausländer sind trotzdem böse oder so. Das ist kein Thema, das ist einfach nur purer Rassismus. Um mal von diesem Thema wieder wegzubleiben, um nicht dann hier gleich wieder Kommentare voll von irgendwelchen rassistischen Bedrohungen zu bekommen oder irgendwelchen Scheiß, der eigentlich nichts mit Meinung, sondern eher mit Hass zu tun hat, kommen wir zu den anderen Moderatoren. Für Peter Klöppel ist es schon das vierte TV-Duell generell gewesen, 2002, 2005, 2009. 2013 und jetzt das hier, das fünfte TV-Duell, war bei allen da mit dabei. Hilft ganz gut, den gelegentlichen Fragen an sich abperlen lassen und was mache ich eigentlich hier zu machen? Denn klar, er wollte auch ein bisschen was machen, kam aber für mich nicht so geradewegs richtig durch. Hingegen Sandra Maischberger, die ja auch zu Beginn gefragt hat, ob man am Sonntag in der Kirche war. Und dann kam ja von den beiden, und das ist ja auch so ein Kritikpunkt, was ich finde, immer zweimal mehr wie du. Also, ne, ich war in der Kirche, ich war auch in der Kirche, ich war in zwei Kirchen, ich war in drei Kirchen und so weiter und so fort. Das gehört nicht in einer TV-Debatte dazu. Das ist ganz einfach nur purer Mumpitz. Man könnte sagen, ja, ich war in der Kirche, nein, ich war nicht in der Kirche. Punkt. Ne? Wenn man ein TV-Duell sehen will, dann soll es auch klare Antworten geben. Und das ist genauso wie bei der Fragerunde zuletzt gewesen. Da komme ich später dann noch zu Maybrit Illner, oder wir kommen jetzt zu Maybrit Illner, bevor ich dann gleich hier generell wieder Mumpitz erzähle. Hat auch schon ihr fünftes TV-Duell hinter sich, wie Peter Klöppel, und kam ein bisschen schwer in diese Fragerunde rein, was auch mit Ironie, Augenzwinkern und auch mit einer Strenge zu tun hatte, was auch die Einhaltung dieser Zeitkonten bestraft, denn jeder hatte diverse Sprechzeit, muss man auch mal so sagen. Und es gab aber auch, man muss so sehen, Kritik an, ja nicht Kritik, sondern auch, ja, vor 4 Jahren, so wollte ich drauf gehen, gab es ja, hat sich ja Peer Steinbrück sich beschwert, dass er weniger Redezeit hatte als die Bundeskanzlerin. Und da kann man jetzt vieles behaupten, ob da jetzt irgendwie geplant war oder was weiß ich auch. Jeder kriegt so viel Redezeit, wie er wollte. Und das war es halt auch. Was mich generell an diesem TV-Duell aber gestört hat, ist, dass viele Fragen beispielsweise, oder dass es ja halt am Ende noch so eine Fragerunde gab und auch noch am Ende der Schlussplädoyers, dass man sich da nicht so richtig dran gehalten hat. Geradewegs Martin Schulz auch, der länger als 60 Sekunden gesprochen hat, aber auch bei den kurzen Fragen, wo man Ja und Nein beantworten sollte, aber dann auf einmal kam es zu Ja, aber, bla 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 bla. Dann kam es zu einem riesen bla bla bla, und das ist auch geradewegs nicht so schön, was das überhaupt zu bedeuten hat, denn klar, man will Klarheit schaffen, man möchte gerne Infos haben, wie die Parteien das machen, aber für mich war das groß und ganze eines der schlechten TV-Duells überhaupt, denn es waren halt vorwiegend Themen dabei. Klar, Nordkorea ist ein Thema gewesen, aber das ist dann auch aktuell gewesen, weil gerade an diesem Sonntag halt die Wasserstoffbombe gezündet wurde. Dann gab es halt das Thema mit Migration und Flüchtlinge. Migration sowieso seit der Flüchtlingskrise, seit 2 Jahren, sowieso immer wieder ein Thema. Und wir wissen, dieses Thema wird uns weiterhin verfolgen, wird leider aber auch andere, die nicht geradewegs, sagen wir mal, Multikulti-freundlich sind, aber für viele ist das Wort Multikulti schon lange tot, nicht ja, weiterhin stärken und halt dagegen prangern. Und außerdem gab es wirklich zu wenig Themen, die halt auch den Deutschen beschäftigt, weswegen man sich nicht wundern muss, dass sich viele von den etablierten Parteien abwendet. Ich habe mir jetzt nicht die Runde der kleinen Parteien angeguckt. Es gab ja auch ein Eklat bei einer anderen Sendung im ZDF, wo ich nicht drauf eingehen möchte, denn das hat es eigentlich auch hier nicht verdient. Wer sich der Kritik nicht stellen kann, der hat es auch nicht verdient, erwähnt zu werden. Das ist mal einfach mal so klargewegs gesagt. Aber für mich ist es einfach so ein TV-Duell gewesen, wo ich gesagt hätte, du hättest eigentlich auch abschalten können und du hättest was anderes tun können oder so. Deswegen für mich das auch, sagen wir mal, zum Vergleich zu 2013 auch ein bisschen anders war. Es wurde die Sendezeit vorgelegt um 20:15 Uhr. Die letzten Jahre war es ja immer um 20:30 Uhr. Und es ist halt alles etwas anders gewesen. Man hat sich gewundert,
dass diese ganze Chose mit Vorberichterstattung, Vorgeplänkel halt in anderen Magazinen stattfand oder halt auch Social Media mäßig rübergeschickt wurde. Beispielsweise hat RTL dann nach dem TV-Duell noch einen Facebook-Stream gemacht. Das ZDF hat ja noch im Heute-Journal darüber geredet und auch bei Anne Will gab es dann, beziehungsweise in der ARD gab es dann mit Anne Will dann halt auch noch am Ende etwas mehr zu bereden. Bei Sat.1, ja, man hat es gesendet, fertig, aus und trotzdem geht die meiste Kritik für mich an Sat.1, da kann man sagen, was man will. Und da bin ich halt auch so gesehen der Meinung, dass man es in 4 Jahren doch nochmal besser machen sollte und dann auch noch mit einem neuen Konzept, auch wenn es das Kanzleramt, wenn wieder mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin, dann halt auch nicht geradewegs so berauschend war. Ich würde gerne von euch in den Kommentaren wissen, was haltet ihr, was habt ihr vom TV-Duell gehalten? Könnt natürlich generell mal sagen, es war komplett anders, als wie du es beschrieben hast. Von mir aus gesehen war es wirklich so, klar, es gab viel Durcheinander, es wurde viel durcheinander geredet und in Zeiten jetzt, was sich in den letzten 4 Jahren so verändert hat, das merkt man, das habe ich auch bemerkt. Und man musste auch wirklich sagen, es ist schon recht bitter, was da so abgegangen ist bei dem TV-Duell. Und ich hoffe mal wirklich, dass man sich jetzt in 4 Jahren so wieder zusammensetzt und dann mal sagt, okay, wir machen einiges anders, wir wollen alles andere besser machen, dann machen wir das auch, dann tun wir das auch. So ungefähr wäre das eine sehr gute Idee. Eure Meinung gerne dazu in die Kommentare, da würde ich mich drüber freuen. So viel dann auch für Thema für diese Woche. Nächste Woche werden wir das nächste Thema-Special dann auch starten mit der Bundestagswahl. Wir werden uns dann wahrscheinlich auch mit den Themen ja, mit den Parteien uns einzeln beschäftigen. Der Wahl-O-Mat war ja schon, das muss ich mal so sagen, im Zuge des App-Checks. Schaut euch ruhig nochmal den Wahl-O-Mat an, dazu mehr auf derchotv.de, aber auch auf unserem YouTube-Kanal. Außerdem wird es noch eine Ankündigung geben. Ich muss nämlich sowieso noch etwas loswerden, aber das wird es vielleicht noch am Samstag bei Update Medien geben, aber das sage ich auch jetzt schon. Wir haben die 250 Abo-Marke auf YouTube geknackt. Urplötzlich, allein an einem Tag, mehr als 30 Abonnenten dazu bekommen und wir sind auf Vidme vertreten. Falls ihr dieses Video jetzt auf Vidme seht, abonniert gerne unseren YouTube-Kanal. Falls ihr auf YouTube guckt, also vid.me/derchotv, einfach mal danach suchen und ihr könnt dort uns auch folgen. Da werden wir auch vereinzelte Videos hochladen. Am Samstag, wie schon gesagt, gibt es mehr dazu. Morgen gibt es dann auch ganz gewohnt Update Politik. Darüber werden wir unter anderem über den Wahlkampf weiterhin noch reden. Da gab es ja jetzt auch viele Themen, die es dazu gab. Außerdem werden wir auch wieder über den Nordkorea-Konflikt reden, die Wasserstoffbombe, die am letzten Sonntag abgeschossen wurde, getestet wurde, ist dabei. Und es geht auch wieder in die USA, aber das alles kann sich noch ändern mit wichtigen Themen, die noch am heutigen Donnerstag passieren. Derweil sage ich trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von derchotv Thema für diese Woche. Bis nächste Woche. Thank you.